Ah! Wow! Okay, die Dinger sind echt schwer am Anfang. Herzlich willkommen zurück, Folge. Zack! Der Zack ist wieder am Start hier. Swag Soft. Sargento VR. Wir schnetzeln ein bisschen weiter. Und zwar schaue ich mir jetzt hier diese dritte Mission an, den Auftragsmord am Friedhof. Es gibt nur eine Chance, diese Mission zu erledigen. Keine Ahnung, ich mache jetzt aber lieber auf normal und starte die Mission und dann mal schauen. Ich starte auf jeden Fall hier mit der Schwertkombi. Ah, und es ist wirklich gelb. Blau finde ich eigentlich cooler, aber ich wollte es ja auch nur mal ausprobieren, wie das Ganze hier funktioniert. Ich weiß nicht, ob man uns sehen darf. Ich war auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger jetzt. Wo? Uah! Wo kam der her? Warum könnte ich diese riesigen, monströsen Typen so anscheißen? Das gibt's doch nicht. Ja, verkackt. Wow! Na gut, dann nochmal schwieriger. Grad 3. Säuberung diesmal. Dann kenne ich mich ein bisschen aus. Säubern kann ich. Ich mach's auf Erfahren. Schwierigkeitsgrad 3 und Erfahren. Wow! Das Versagen ist vorprogrammiert. Ich dachte, ich hätte jetzt auch diesen Schlag. Mann! Gelegt, ich mach doch zwei Schwerter. Okay, ich muss länger aufladen. Schusswaffen!
Mission ausgeführt! Zack! Hey. So, kurz, am Ende wurde es knapp, aber gar kein Problem, haben wir hinbekommen. Zack, eine Säuberung. Fast wie eine Mission eigentlich, nur ohne die Story. Hat ja geklappt die ganze Zeit. Hat schon nicht, oder? Irgendwas check ich da noch nicht. Können wir auch noch irgendwie Missionen. Aber ich würde sagen, schauen wir jetzt mal eine Herausforderung an. Kann man irgendwie Schließkassetten verdienen? Keine Ahnung, einfach mal schauen. So lange überleben, wie es nur geht. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich morgen noch schauen, weil ich werde hier nicht sterben. Da seht ihr auch Fallen und sowas. Wollt ihr mich da reinlocken oder was? Ups. Okay, die Dinger sind echt schwer am Anfang. Krass. Dass ich auch einmal die Waffe abgelegt habe, hat mich natürlich sehr irritiert. Oh, dann dasselbe, ne? Okay, das ist die 180 Grad Drehung. Schusswaffen, diese ganzen Schusswaffentypen müssen weg. Oh. Das ist mein Ding! Leben!
Punkt. Okay, noch ein Sprung mehr ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, und ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach mal zum Abschluss rein, was dieser Multiplayer kann. Ich hoffe, ich finde ein Spiel. Contacting Server. In Australien sind zwei Spieler. Verbinde ich mich damit. Übelst ekelhafter Ping, aber egal. Ah, PvE spielen die, das ist gar kein PvP. Ja gut, man kann dann hier die Map auswählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Maps. Mit verschiedenen Zielen, Überleben, Auftragsmodus, das, was ich bis jetzt jedes Mal verkackt habe. Angriffswellen, so ich mach's erstmal Arena, Angriffswellen. Und weiter. Das Ganze als erfahren bestellt. So, jetzt kann ich hier die Raumeinstellungen ändern. Ich kann keinen einladen hier. Müsste also warten, bis die Leute kommen. Eigenbeschuss ist aus. Am Start nämlich so. Also, es ist kein PvP, sondern PvE. Man schnetzelt dann zusammen. Durch der Reden, egal, jeder Multiplayer ist geil. Ich habe mich schon gefragt, wie funktioniert denn hier der PvP-Modus? Vor allem mit den Schwertern, aber. So ist definitiv auch geil. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, dass es PvE ist. Multiplayer ist immer geil, vor allem in VR. Oh. Check das weg. Ah!
Dann ist er abgeschossen. Überleben, wie es nun geht, um noch krassere Belohnungen zu bekommen. Man kann sich krasser machen, man kann seine Waffen leveln, man kann seine Ausrüstung verbessern, man kann sich hier Fertigkeiten machen. Boah! Also ich würde fast sagen, für mich eins der besten VR-Spiele, die es für die PlayStation VR gibt. Silento VR, 40 Euro. Junge, 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 schlag zu, ich will hier nächste Woche. Da will ich eine hohe zweistellige Zahl sehen hier bei Players. Ich hoffe, auf euch ist Verlass. Drückt den Gefällt mir-Button und haut rein!